Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kennst du es auch im Herbst, Winter, wenn die Tage immer dunkler werden, dass es einem dann total schwer fällt, morgens einfach aus dem Bett zu kommen? Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich nicht vor 9 aufstehe. Ich bin eher so der Nachtmensch und morgens fällt es mir dann eher schwer, in die Gänge zu kommen. Und jetzt habe ich mir einfach mal vorgenommen, früher aufzustehen. Und ja, den Tag einfach mal mit Barfußlaufen zu beginnen. Das ist ein total tolles Gefühl, sich zu erden, Kontakt mit dem Boden aufzunehmen, sich wieder aufzuladen. Und es fühlt sich total genial an, auf dem Laub zu laufen. Es wirkt absolut vitalisierend. Ich bin nämlich morgens echt, da habe ich immer noch so eine Schwere. Und da habe ich jetzt gemerkt, wenn ich das morgens mache, Sauerstoff und barfuß raus, dann komme ich viel besser auf Touren. Ja, ich versuche dann auch einfach eine Runde zu walken oder mit den Hunden spazieren zu gehen im Wald. Und viele machen ja dann ein Workout oder gehen morgens joggen. Und wenn du dann das Gefühl hast, vielleicht auch durch die Kälte oder du hast dich überanstrengt und die Muskeln, die sind auf einmal so schwer und es fühlt sich alles noch so verspannt an, dann kannst du dich erleichtern mit Pennaway. Das ist eine ganz tolle Ölmischung aus Immortell, Wintergrün, Nelke und Pfefferminz. Und es hilft den Muskeln ganz schnell wieder frei und lebendig und belebt zu sein und die Verspannungen lösen sich auf. Auch wenn du jetzt einen anstrengenden Tag im Büro hattest, kannst du es unterstützend auch in den Nacken auftragen, weil wenn man so lange am Computer sitzt, verspannt man sich ja oft total. Und da hilft es schon so ein bisschen eine Nackenmassage, hier so in den Nacken reiben, auf die Schläfen, auf die Stirn und du merkst, es wirkt total befreiend und belebend. Ich mach das mal. So. Ich finde, es duftet auch schon so toll. Es ist echt wie so eine frische Brise. Oh, Wahnsinn. Es fühlt sich gleich alles viel gelöster und befreiter an. Die meisten kennen wahrscheinlich auch die Problematik mit den Schultern. Man trägt oft viel zu viel Last auf den Schultern und bekommt dann einfach Schulterschmerzen. Vielleicht eigene Probleme, die Last von anderen. Man lastet sich einfach viel zu viel auf und es landet alles auf den Schultern. Da hilft Pennaway auch total, einfach loszulassen und die Schultern wieder zu entspannen und zu lockern. Oft ist es ja auch wirklich so eine Sache, dass man einfach zu viel auf sich lädt und dass es einfach stark auch so eine psychische Komponente hat, dass man einfach viel zu viel auf seinen Schultern trägt. Und da unterstützt Pennaway einfach im Prozess des Loslassens. Und jetzt gerade der Herbst ist ja ein starker Loslassprozess. Die Bäume verlieren ihr Laub und es ist einfach ein großes Loslassen, sich befreien, in die Innenschau zu gehen. Und da hilft es einfach auch, alles nochmal so zu überdenken. Muss das wirklich sein, dass man sich das Leben so schwer macht, dass man sich so viel auflädt? Oder kann man nicht einfach auch vieles loslassen und einfach befreiter durchs Leben gehen? Ja, nachdem ich so ein bisschen Workout gemacht habe oder draußen unterwegs war, mache ich es auch so, dass ich mir danach nochmal eine schöne wärmende Fußmassage gönne. Ich reibe dann einfach die Fußsohlen, die wasche ich natürlich erstmal ein bisschen ab und dann reibe ich die mit Pennaway ein. Und es belebt dann und erfrischt und bringt dann nochmal noch mehr vitalisierenden Charakter rein. Also allein schon durch das Erden, durch das Barfußlaufen passiert ja ganz viel im Körper. Und es werden auch ganz viele Selbstheilungskräfte und Prozesse im Körper aktiviert. Und Pennaway unterstützt einfach nochmal diese Wärme, dieses Belebende und fühlt sich super gut an. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Probier Pennaway mal aus. Wenn du eine Duftprobe möchtest, schreib mich an, dann schicke ich dir duftende Post. Es riecht einfach fantastisch. Leider kann man das ja nicht so übermitteln. Deswegen schreib mich gerne an und ich schicke dir was. Und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Ciao.